Endlich ist es soweit, die aktualisierten Einstellungen für Season 2 bezogen auf Modern Warfare 2, Warzone 2 und vor allem natürlich der DMZ-Modus. Jetzt könnte man sagen, ja gut, zu Season 1 sind ja nicht so viele Veränderungen eingetreten. Naja, wir haben zum einen sau viele Erkenntnisse bekommen, die wir jetzt anwenden können. Und mein letztes Settings-Video ist von der Beta aus Season 1. Also da hat sich schon einiges verändert, allein schon in den Setting-Einstellungen. Es sind einige Brecher dabei tatsächlich, also was jetzt zum Beispiel Recoil-Verhalten angeht. Sowas kann man einstellen, Kamera wackeln, Shaking, Anti-Aliasing, solche Geschichten. Schärfegrad, was man einstellen kann, die Color-Settings, die neuen. Und am Ende des Ganzen noch ein paar Tipps für die PC-Spieler. Also da gehen wir noch kurz in die Nvidia-Control-Settings mit rein. Die Settings hier beziehen sich primär auf PC. Allerdings sind sie komplett übertragbar natürlich auf PlayStation und Xbox, zumindest das meiste. Und sie konzentriert sich primär auf die Sichtbarkeit der Gegner und auf besseres Spielverhalten. Aber auch natürlich auf die Performance. Es sind viele Einstellungen. Lass uns beeilen. Let's go, 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 go. Wir springen rein in die Grafikeinstellungen. Und zwar gehen wir direkt auf Menü Nummer 1, Anzeige und hier auf den Anzeigemodus. Hier sollte eingestellt sein, exklusives Vollbild. Das ist der optimierte Modus. Alternativ kann man Vollbild, rahmenloses Fenster einstellen. Hier kann man aus dem Bildschirm raustappen. Nachdem ihr die optimale Bildwiederholungsfrequenz und die Auflösung eingestellt habt, schaltet ihr noch dynamische Auflösung aus. Das sorgt dafür, dass eure optimale Auflösung immer aktiviert ist und sie nicht reduziert wird. Genauso wie die V-Sync-Einstellungen, die sollten ebenfalls auf Aus sein, bei jedem Spiel immer und überall. Es gibt den Fall, dass wenn ihr Screen-Tearing habt, also sozusagen ein Zerreißen des Bildes, dass ihr dann das V-Sync, diesen V-Sync-Modus anmachen könnt, um dieses Problem zu beheben. Allerdings wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist. Ansonsten V-Sync bitte immer aus. Unten drunter haben wir die FPS-Begrenzung und zwar haben wir hier, wenn wir das Fenster nochmal weiter öffnen, drei Untermenüs. Einmal das Spiellimit, also wie viele FPS können wir maximal anzeigen im Spiel. Dann das Menülimit, also ich habe hier 120 eingestellt, damit ich eine weiche Mausbewegung habe. Und schließlich noch Bildwiederholungslimit außerhalb des Fokus. Das bedeutet, wenn ihr raustappt, kann es sein, dass das Bild ein bisschen stotterig aussieht, weil es standardmäßig immer auf 30 gestellt ist. Ich habe jetzt auch nochmal auf 60 angepasst, dass wenn ich mal raustappe, dass das Bild dann trotzdem noch flüssig und schön aussieht. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, dann kommen wir auf Anzeige Gamma. 2,2 sollte hier Standardwert sein. Und die Helligkeit. Hier sorgt man dafür, dass das mittlere Fenster einigermaßen gut sichtbar ist. Das ist selbsterklärend. Macht es hier nicht zu hell von der Brightness her, weil dadurch wird das Bild nur milchig und es übersteuert auch sehr schnell, wenn ihr Lichteffekte abbekommt. Wenn ihr rahmenloses Fenster gewählt habt, dann solltet ihr auch darauf achten, dass dieser Punkt hier aus ist, weil sonst der Mauszeiger immer im Spiel gehalten wird. Dazu bringt dann das Raustappen wiederum nichts. Und schließlich sollte HDR ebenfalls auf Aus sein. Es gibt einige wenige Kombinationen auch hier, wenn ihr wieder ultra moderne und neue Monitore habt, dann lohnt es sich, den hohen Dynamikumfang einzuschalten. Für 99% der Spieler sollte das auf jeden Fall aus sein. Kommen wir zu Grafik 2 und zwar die Qualitätseinstellungen. Hier wird es sehr, sehr interessant und zwar direkt der erste oder zweite Punkt hier, die Renderauflösung. Die ist oft nicht auf 100 gestellt. 100 bedeutet, dass die Auflösung, die ihr eingestellt habt, die euer Monitor kann, die ihr haben möchtet, 1:1 übertragen wird. Steht sie auf 90, 80, ist die Auflösung niedriger. Dann habt ihr vielleicht nur 720p oder im schlimmsten Fall 480 oder noch weniger. Die nächste Einstellung ist ebenfalls super wichtig, und zwar das Upscaling, die Nachschärfung. Und das sorgt für einen Schärfeeffekt. Hier gibt es zwei gute Einstellungen. Und zwar einmal das Fidelity FX CRS und einmal das AMD FSR 1.0. Das Fidelity FX CRS ist sozusagen die Standardeinstellung, die gute Einstellungen, aber sie kostet etwas FPS. Wir reden hier von ca. 20, 25 FPS, was wirklich eine Menge ist. Also wenn ihr FPS-Probleme habt und nicht wirklich 20 FPS übrig habt, dann solltet ihr auf AMD switchen und zwar AMD und dann hier auf Ultra-Qualität. Also ganz, ganz wichtig, dass es hier auf Maximal steht, ansonsten sieht das nicht schön aus. Allerdings, die bessere Einstellung ist, wie gesagt, das Fidelity FX CRS. Und hier sollte man darauf aufpassen, dass es in diesen weiteren Einstellungen hier mindestens auf 70 steht. 70, 80, 90, 100, das sind alles gute Werte. Ist sozusagen der Schärfegrad, also wie kontrastreich seht ihr auf größere Entfernungen Bewegungen. Das heißt, wie gut könnt ihr Gegner orten. Also eine wirklich wichtige Einstellung. Ein ähnliches Setting finden wir dann weiter unten unter Anti-Aliasing, also sozusagen wie schön ist die Glättung im Spiel, wie toll sieht das aus. Wenn ihr richtig Performance raushauen möchtet, dann schaltet ihr das auf SMAA und zwar auf Low, also auf Gering hier um. Hier habt ihr nochmal die besten Ergebnisse. Ich persönlich, wie gesagt, gehe hier auf Filmisch und auf Normal. Gehen wir auf die Grafikspeicherskalierung und zwar ist es hier so, dass dieser Wert auch immer niedriger eingestellt ist, warum auch immer. Also wie viel Prozent eurer Grafikkarte können maximal genutzt werden
Und da steht, glaube ich, max auf 70 oder sowas, standardmäßig 60, 70, 80. Macht das maximal, das ist auf 90 und schaut drauf, eure VRAM-Auslastung okay ist. Ihr seht hier rechts einmal das Maximum und die VRAM-Auslastung sollte diesen Wert nicht erreichen, geschweige denn überschreiten. Solange ihr aber deutlich drunter seid, seid ihr auf der sicheren Seite und genau hier lohnt sich dann auch, diesen Regler auf maximal zu stellen, was eigentlich für die meisten von euch Gültigkeit haben sollte. Also schön hochdrehen das Ganze. Kommen wir zu den Texturen und Texturen, wie ihr euch denken könnt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für FPS. Also wir haben Texturen auf normal. Habt ihr Probleme mit FPS oder mit dem VRAM, dann stellt das Ganze hier runter. Möchtet ihr noch bessere Optik haben? Es ist wirklich die Frage, ob es sich dann hier lohnt, das Ganze auf hochzustellen. Ich sehe da gar keinen Unterschied mehr. Also normal so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen. Und die anderen Einstellungen hier ebenfalls. Anti-isotropischer Texturfilter auf normal, Detailstufe auf hoch, Detailstufe entfernt auf hoch, Bodendetailstufe auf kurz, Partikelqualität auf gering, die Qualität sozusagen, die Qualitätsstufe der Partikel auf sehr gering. Das macht hier wieder gar nichts aus. Auch hier sparen wir viel Performance. Einschusslöcher und dauerhafte Schadensmarkierungen auf an, damit ihr die Einschläge seht. Und die Shader-Qualität auf niedrig. Sieht trotzdem noch gut aus. Tessellation auf aus, Geländespeicher auf maximal. Auch das ist wieder eine VRAM-Einstellung. Also wie viel RAM kann genutzt werden. Wenn ihr Luft habt, immer auf Maximum stellen solche Dinge. Dann habt ihr weniger Probleme und die Grafikkarte wird besser genutzt. Und schließlich noch das Streaming auf Abruf auf aus. Das bedeutet sozusagen, das ist der Online-Zugriff für Texturen. Und das auf einzuschalten kann zu Lags führen, dass ihr Stutters bekommt. Also das würde ich auf jeden Fall auf ausstellen. Was die Streaming-Qualität angeht, habe ich hier auf normal, volumische Qualität auf gering und Qualität der verzögerten Physik auf hoch. Das ist die Wasserphysik. Also wie schön sieht das Wasser aus? Das Ding ist, dass viele das hier auf aus haben. Aber Leute, das Wasser sieht dann so schrecklich aus. Ich kann nicht. Das geht nicht. Also wenn ihr Probleme habt mit den FPS, auch das spart gut FPS, dann stellt es bitte auf aus oder auf gering. Wenn ihr aber Genießer seid, dann stellt es auf hoch. Das schöne Wasser macht wirklich viel aus. Und genau dasselbe hier unten mit den Unterwasserstrahlen. Ja, wann ist man schon unter Wasser? Aber wenn man unter Wasser ist, dann hat man noch ein schöneres Bild. Darunter wird es nochmal sehr, sehr interessant. Und zwar geht es hier um Schatten. Und ihr kennt ja die Methode immer Schatten aus. Man sieht dann besser und spart viel Leistung. Das ist hier nicht so. Also Shadow Map Auflösung habe ich auf normal. Und zwar ist es so, dass diese verschiedenen Werte kaum Unterschiede aufzeigen in den FPS. Das ist wirklich, wirklich gering. Aber der Qualitätsunterschied ist sehr, sehr hoch. Also es ist nicht so, dass man mit extra Schatten super viel Schatten an den Gegner schlechter sieht. Nein, das ist gar nicht so. Es ist nur so, dass dann der Schatten stufiger aussieht unter sehr gering und sehr, sehr smooth unter extra. Wobei auch hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis wieder auf normal steht. Damit reicht das absolut aus, einen richtig schönen Schatten zu haben. Man hat keine Nachteile, weder FPS-weiß noch über die Performance-Gegner zu sehen. Dagegen der Screenspace-Schatten, also der Detailgrad von den Schatten, der wird auf ausgestellt für eine bessere Sichtbarkeit. Und jetzt ganz, ganz wichtig, die Punkt-Schattenqualität, die steht auf hoch. Und zwar ist es hier so, dass es eine Meldung gab, dass es zu Rucklern kommen kann, wenn das Ganze hier auf gering steht. Probiert's aus, wenn ihr Ruckelprobleme habt, also dass zwischendurch das Spiel einfach mal so ein bisschen stottert, dann guckt auf diese Einstellung hier, Punkt-Schattenqualität, und stellt diese auf hoch, könnte Wunder bewirken. Der Rest ist dann wieder runtergestellt, Punktschatten gering, Partikelbeleuchtung gering und Umgebungsverdeckung aus. Auch ganz, ganz wichtig, das ist das berühmte Ambient Occlusion. Also man sieht es hier in dem Bild schön, einmal der Schatten hier unten rechts, bitte einmal hingucken, der Schatten normal und der Schatten mit Ambient Occlusion on. Und man sieht sozusagen, wie extra Schattenlevel drüber gelegt werden. Auch hier zwischen den Reifen sieht man schön, wie sozusagen hier der Schatten etwas schwächer ist und hier der Schatten verstärkt wird. Also es kommen zusätzliche Schattenlevel hinzu und dadurch werden dunkle Ecken dunkler. Man sieht Gegner schlechter. Das sind ganz, ganz böse Einstellungen. Auch das lohnt sich fast schon in jedem Spiel immer auszuschalten. Es gibt Leute, die schalten das am PC in ihren Nvidia-Einstellungen grundsätzlich auf aus für das ganze System, für alle Spiele. Achtet darauf, Umgebungsverdeckung bitte auf aus. Danach drei Performance-Einstellungen, Screen-Space-Reflexion auf aus, statische Reflexionsqualität auf gering und Wettereffekte, das ist sozusagen ein Wettereffekt für Gegenstände, kann ebenfalls locker auf ausgestellt werden. Und die Nvidia Reflex geringe Latenz, das ist eine schöne Option für Nvidia, die auf jeden Fall auf an. Es gibt die Option hier an und Boost, das bedeutet, dass eure Grafikkarte im PC permanent auf 100% läuft, also sie ist sozusagen ständig auf Abruf. Die Unterschiede sind so minimal, dass sich das meiner Meinung nach nicht lohnt. Allerdings auf Boost ist es so, dass sie gerade permanent auf 100% läuft
Finde ich persönlich gar nicht nice. Ich mache das auch bei anderen Spielen immer auf einen. Das lohnt sich schon, weil ihr dadurch die Latenz reduziert. Allerdings der Boost für mich meiner Meinung nach lohnt sich nicht. Aber wenn ihr sagt, es stört euch nicht mit der Grafikkarte, dass ihr immer 100% läuft, vielleicht ein bisschen Energie verbraucht, vielleicht ein bisschen mehr leidet, aber es ist ja dafür gemacht, dann macht es ruhig auf an plus Boost. Dann die nächste Einstellung, Weltbewegungsunschärfe, das ist sozusagen das Allerschlimmste. Auch hier unbedingt drauf aufpassen, dass es auf aus ist. Es sorgt nämlich dafür, dass ihr bei Bewegungen ein unscharfes Bild bekommt. Also absolute Katastrophe, das immer auf aus, auch hier in allen Spielen, Bewegungsunschärfe immer drauf achten. Und dann gibt es noch die Waffenbewegungsunschärfe. Und hier ist es interessant, das Ganze auf auszustellen, sorgt dafür sozusagen, dass nur die Waffe in der Bewegung einmal scharf und einmal unscharf ist. Und hier ist ein interessanter Trick. Und zwar ist das so, dass das Ausschalten dieser Waffenunschärfe dazu führen kann, dass ebenfalls Ruckler verschwinden. Also es wird von vielen Spielern berichtet, dass sie Ruckler haben im Battle Royale Modus, wenn sie vom Flugzeug springen. Probiert mal diese Einstellung hier ein- und auszuschalten. Es könnte Wunder bewirken, gerade im BR-Modus, wenn ihr immer noch diese Landungsruckler habt. Viele berichten, wie gesagt, dass diese Einstellung hier Wunder bewirkt hat bei diesen Problemen. Und last but not least auch das Bildrauschen, das Filmgrain muss ausgestellt werden. Das macht euer Bild nur schlechter. Ihr seht damit Gegner auch wieder schlechter. Keine Ahnung, warum das gefühlt in jedem Spiel vorhanden ist als Option. Und es wird in jedem Spiel immer auf Null gestellt. Jetzt kommen wir zu Gaming-Einstellungen im dritten Menü, und zwar Grafikansicht. Und zwar geht's los mit dem FOV. Ist reine persönliche Präferenz. Allerdings sagt man hier, je höher, desto besser, weil man dann mehr sieht. Das Problem ist, wenn wir hier maximal hochgehen mit 120, haben wir diesen sogenannten Fischaugen-Effekt, Fischei-Effekt. Mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich weiß, viele von euch lieben es, gönnt es euch. Wenn ihr es auch nicht mögt, dreht es runter. Allerdings, ich würde nicht auf die Standardeinstellung von 90 runterdrehen. Das ist viel zu gering. Probiert bitte mindestens mal 100 aus. Guckt, wie euch das gefällt. Ihr werdet merken, dass es sehr angenehm sein kann, mehr zu sehen. Und das ganze Bild scheint auch sich mehr dynamischer zu verhalten. Es macht wirklich viel aus. Ich persönlich habe meinen Sweet Spot. Also meine Lieblingswert ist auf jeden Fall auf 110. Auch bei anderen Spielen 110 ist mein Way to go. Kein Fischaugeneffekt und trotzdem das schönste Bild. Also auch hier ein sogenanntes, sozusagen ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann der nächste Wert. Hier reden wir vom Recoil-Verhalten. Unglaublich, dass sowas hier so gut einzustellen ist. Und zwar können wir hier einstellen zwischen, also im Zielvorrichtung, Sichtfeld, zwischen unabhängig und beeinflusst. Unabhängig bedeutet sozusagen, dass ein Zoom entsteht, wenn man in ADS geht, also wenn man zielt. Und beeinflusst bedeutet, dass das nicht passiert. Das heißt, die Gegner sind zwar im ADS, also im anvisierten Modus, etwas weiter weg, aber das Recoil-Verhalten ist unglaublich stark reduziert. Also man ist viel stabiler auf dem Gegner, wenn man hier auf beeinflusst steht. Und ihr werdet sehen, das ist also wie Tag und Nacht. Also das würde ich unbedingt auf beeinflusst stellen. Und was die Sicht angeht, das Waffensichtfeld und das Fahrzeugsichtfeld auf breit. Das bedeutet einfach, dass die Waffe, wir sehen es hier im rechten Bild, etwas kleiner dargestellt ist. Das bedeutet, man sieht sozusagen etwas mehr von der Umgebung. Kommen wir zu einem weiteren Oberhammer, und zwar die Kameraeinstellung. Leute, es ist unglaublich, was man hier einstellen kann. Standardmäßig, die Kamera-Ego-Perspektive ist höher eingestellt. Ich weiß gar nicht, was der Standard war. Ich habe das von Anfang an runtergestellt. Ich kann sogar sein, dass der Standard auf 100 ist, ne? Das bedeutet einfach, wie stark wackelt die Kamera. Also wenn ihr getroffen werdet, wenn ihr schießt, wenn es ein Erdbeben gibt, wenn eine Granate explodiert, wenn ein Schiff untergeht, was auch immer passiert bei euch im Spiel, dann ist sie auf Standard 100% sozusagen das Kamerawackeln viel stärker. Ihr seht viel schlechter, Gegner schlechter, ihr könnt schlechter zielen, ihr seid einfach eingeschränkt in eurem Spiel. Und das auf runterzustellen macht so viel aus. So, kommen wir zum zweiten Hauptmenüpunkt, und zwar ist das die Audio. Hier streiten sich die Leute und die Geister trennen sich hier. Also Heimkino, sagen viele, ist der mit Abstand beste Modus. Und Kopfhörer, Bassverstärkung, sagen einige, ist der beste Modus. Ich persönlich bevorzuge Heimkino. Ich finde tatsächlich, das ist der bessere Modus. Es differenziert sozusagen die Geräusche meiner Meinung nach etwas besser. Gesamtlautstärke, klar, dass man das glaube ich auch keiner auf 100% hat, ist auch klar. COD ist so laut, keine Ahnung, was das soll, warum das immer so übertrieben laut ist. Musiklautstärke habe ich persönlich auf 0, wir hören im Stream ja unsere eigene Musik, aber darum geht es gar nicht mal unbedingt, sondern wenn ihr die Musik anhabt, dann kann es auch sein, dass die Musik Gegner sozusagen übertönt oder dass ihr gewisse Geräusche nicht so gut hört. Also in jedem Fall lohnt es sich, die Musiklautstärke runterzudrehen.
und die Effektlautstärke auf 100%. Das ist das Allerwichtigste. Wie gut hört man Gegner, Schritte, Geräusche? Also Effektlautstärke ist das Allerwichtigste. Das immer auf 100%. Und dann schließlich die Sprachchat-Lautstärke. Wie gut hört ihr andere Spieler, wenn sie reden mit euch? Das habe ich auf 50%. So finde ich das persönlich sehr, sehr angenehm. Dann haben wir noch zwei weitere Einstellungen. Und zwar, wenn wir ein bisschen runter scrollen, dann habt ihr einmal den Sprachkanal. Ich meine, ihr wisst das am besten. Das macht jeder, wie er will. Ich kann jedem DMZ-Spieler nur ans Herz legen, hier die gesamte Lobby einzuschalten, dass ihr mit den Leuten reden könnt. DMZ lebt von der Kommunikation. Man kann sich verbünden, abteamen, sich helfen. Es macht so viel aus, in einem Extraction-Loot-Shooter zu wipen, also in-game zu reden. Und das funktioniert eben nur, wenn hier die gesamte Lobby aktiviert ist. Ich kann es jedem nur empfehlen, probiert es aus, macht es an und achte darauf, dass euer Mikro nicht zu laut ist. Wenn ihr das auf 100 stehen habt, dann zerreißt ihr dem Gegner die Ohren. Das ist eher ein Angriff als ein Versuch der Kommunikation. Also damit könnt ihr sogar Gegner besiegen hier auf 100. Ich habe es runter auf 12. Ihr könnt es selber testen, indem ich hier Mikrotest anmacht. Test. 2, 3. Ja, wie auch immer. So, jedenfalls achte darauf, dass es ein bisschen runtergedreht wird. Und interessant, unten noch eine Einstellung hier mit Tinnitus Ton reduzieren. Wenn ihr mit Granaten beworfen werdet und die in eurer Nähe explodieren, da gibt es diesen hohen Piepton. Und diesen kann man hier reduzieren. Es gibt eine Ingame-Einstellung, Tinnitus-Ton reduzieren. Das reduziert tatsächlich Ingame-Spielmechaniken, also dieses hohe Piepton-Summen. Das könnt ihr hier entfernen, also auch eine coole Einstellung. So, aber wir sind noch nicht am Ende. Jetzt kommt vielleicht sogar das Allercoolste, wobei das mit dem Recoil und dem Kamerawackeln ja schon ziemlich krass ist, finde ich. Aber jetzt kommt noch was Krasses dazu. Und zwar Interface. Hier haben wir nämlich einen Menüpunkt, und zwar die Farbanpassung. Es ist ziemlich gemein, weil das einen extra Menüpunkt öffnet. Ich glaube, das übersehen doch viele. Und hier habe ich seit Beginn Season 1, wir haben sehr viel ausprobiert, sehr viel diskutiert. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Filter 2 hier die beste Einstellung ist. Gibt es sozusagen das beste Farbverhalten. Dabei geht es darum, sozusagen Farbunterschiede besser zu bekommen, dass ihr besseren Kontrast habt, bessere Differenzierung. Und je besser ihr den Kontrast und die Differenzierung von Farben habt, desto mehr seht ihr auch Bewegungen. Also hier geht es auch ganz, ganz klar um die Gegnererkennung. Also das macht wirklich viel aus. Probiert's aus. Filter 2 und zwar hier auf beide, also dass ihr das sozusagen nicht nur im Menü seht, sondern oder in dem Overlay, sondern eben auch im Spiel selbst. Ganz, ganz wichtig, das auf beide zu stellen. Jetzt ist es aber hier persönliche Präferenz. Also, hier geht es darum, wie stark ist denn die Intensität von Filter 2? Und je nachdem, was ihr für einen Monitor habt, was ihr für Farbeinstellungen habt und, kann es sein, dass ihr hier einen ganz anderen Wert habt. Probiert es aus, dreht es nicht zu weit nach oben, dann wird eure Welt so stark kontrastiert, dass es anstrengend wird für die Augen. Es soll nicht anstrengend werden. Ihr sollt eine Verbesserung haben, ein schöneres Bild, ein sattes, kräftiges, kontrastreiches Bild. Probiert es aus mit einem Wert zwischen 70 und 90. Und ja, wenn ihr mehr vertragen könnt, dann dreht es hoch. Es ist persönliche Präferenz. Aber achtet darauf, dass ihr nicht übertreibt, damit eure Augen nicht überlastet werden. Weiter geht's. Unter der Farbanpassung kommen noch ein paar Sachen. Und zwar hier auch sehr, sehr interessant, die HUD-Einstellungen. Vertikale Head-Up-Display auf 0. Standardmäßig ist das Ding weiter oben. Ich glaube sogar 100 maximal ist der Standardwert. Das bedeutet, dass die Overlay-Einblendungen, also euer HUD, ganz am Rand des Bildschirms sind. Also 100 bedeutet zum Beispiel, dass die Minimap ganz oben links in der Ecke ist. Dreht ihr das allerdings runter auf 0, wandert die Minimap weiter in die Mitte des Bildschirms. Das bedeutet, ihr müsst nicht mehr sozusagen ganz im Augenwinkel die Bewegungen und die Gegner sehen, sondern es wird mehr in euren Fokus gerückt. Es bringt wirklich viel. Also irgendwelche Benachrichtigungen, Alarme, die Minimap und sonstiges. Wandert weiter in die Mitte und es könnte euch drastisch helfen. Ich habe beides auf 0 und ich empfehle auch diese Einstellung, das runterzudrehen. Probiert es zumindest aus. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es wieder hochdrehen. Aber auch eine sehr, sehr interessante Einstellung, vertikale und horizontale auf 0 zu setzen. Dann mein persönlicher Fetisch, dafür werde ich immer wieder geschlagen, ist die Minikartenform, Minikartenrotation. Also einmal die Form habe ich auf quadratisch, weil ich bei quadratisch mehr sehe. Es wird mehr von der Map gezeigt. Ihr seht schön in diesem Beispiel hier, wie sozusagen der runde Kreis nur einen kleinen Ausschnitt zeigt, während das Quadrat einfach mehr darstellt. Und dann haben wir noch eine schöne Einstellung, wenn wir hier runtergehen, und zwar die Telemetrie. Und das ist auch ein absoluter Geheimtipp. Wenn wir hier auf mehr Anzeigen gehen, dann seht ihr hier Optionen für FPS, Serverlatenz, Bargetverlust. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch hier mal zumindest die oberen drei Punkte einzuschalten. Damit seht ihr, ob eure Internetverbindung gut ist, ob euer PC die Leistung bringt.
Also bei FPS, ob ihr konstant über 60 oder über 120, je nachdem, was ihr anpeilt, FPS seid. Bei der Serverlatenz seht ihr, ob hier hohe Werte eintreten. Da reden wir von Millisekunden. 10, 20 Millisekunden sind normal. Habt ihr Latenzen von 40, 50, 60 Millisekunden, dann werdet ihr automatisch negativ beeinflusst im Spiel. Hohe Latenzen machen sehr viel aus, was die Spielperformance angeht. Und genau dasselbe bei Paketverlust sollte immer auf 0% sein. Im Grunde genommen ist sogar schon ein Wert von 1-2% zu hoch. Das könnte aber dann am Server liegen, das muss nicht unbedingt an eurer Internetverbindung liegen. Habt ihr aber immer hohe Paketverluste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% oder 20, holy shit, 20, kann man das gar nicht vorstellen, 20%. Also habt ihr ständig hohe Paketverluste, dann könnt ihr daraus schließen, dass es an eurem Internet liegt und solltet da versuchen, das Problem in Ordnung zu bringen. So, und jetzt kommt der Bonus, last but not least. Aber vorher möchte ich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz lieben Dank sagen an die Kanalmitglieder, die uns hier wirklich extrem unterstützen. Vielen, 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 vielen Dank. Wir haben übrigens jetzt die 100 Kanalmitglieder geknackt. Unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr unterstützt diesen Kanal besonders. Und wenn euch das ganze Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, ich würde mich sehr, sehr, sehr über ein Abo freuen. Das erleichtert unsere Arbeit doch ungemein. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für alles. Vielen, vielen Dank. Aber genug davon. Fangen wir an mit dem letzten Punkt. Danach gehen wir rüber zu Nvidia. Also, der letzte Punkt ist der Zentrumspunkt. Und zwar ist das so, das ist auch eine krasse Einstellung. Ihr habt hier die Möglichkeit, einen Punkt in-game anzubringen. Dieser Punkt, ihr wisst ja, wenn ihr im Hipfire seid oder im ADS seid, dann habt ihr immer einen Punkt. Je nachdem, welches System ihr benutzt. Jetzt ist es so, dass unter gewissen Umständen dieser Punkt weg sein kann. Sei es jetzt zum Beispiel, dass ihr durch externe Dinge beeinflusst seid, wie zum Beispiel durch eine Granate oder sonst irgendwas. Irgendeine Situation, wo ihr sozusagen in der Mitte keinen Punkt habt. Diese Option sorgt dafür, dass ihr immer einen Punkt habt. Und nicht nur das, ihr könnt auch die Größe dieses Punktes verändern. Und zwar gibt es hier die Möglichkeiten von Standard. Das ist sozusagen einfach nur ein kleiner Pixel. Über größer bis hin am größten. Ich kann echt mal empfehlen für euch, das ist kein Scherz, einmal am größten auszuprobieren. Und zu gucken, ob euch das vielleicht sogar hilft. Es könnte tatsächlich helfen, besser auf den Gegner zu fokussieren. Immer zu wissen, wo die Bildschirmmitte ist, hilft ungemein. Vor allem, wenn ihr Hipfire spielt, also aus der Hüfte schießt, könnte euch das helfen in-game. Und wenn ihr sozusagen diese Zielhilfe dann irgendwann nicht mehr braucht, könnt ihr das reduzieren, auf Mittel oder ganz ausschalten. Aber probiert es mal aus, stellt es mal ein und macht es auf am größten und guckt, ob euch das vielleicht hier und da hilft. Aber wir sind noch nicht am Ende, und zwar für den PC gibt es noch die Nvidia-Einstellungen, insofern ihr denn eine Nvidia-Karte habt, aber 99% von euch haben ja Nvidia anstatt AMD. Jedenfalls Nvidia, einmal Systemsteuerung anstecken, anklicken und dann auf Desktop-Farbeinstellungen anpassen. Auch das mache ich eigentlich bei jedem Spiel, und dann haben wir hier unten die Einstellungen. Die sind jetzt systemübergreifend, also für das ganze System, also auch Desktop wird dadurch beeinflusst. Helligkeit habe ich Standard gelassen mittlerweile. Es ist zwischendurch was höher. Wir haben mittlerweile eine Standardhelligkeit von 50. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Spiel zu dunkel ist, dann würde ich auch nicht unbedingt an diesem Regler hier drehen, sondern vielleicht an euren Monitoreinstellungen mal gucken, ob da irgendwas nicht stimmt. Im Grunde genommen sollte die Helligkeit bei 50 und eine Ingame-Einstellung auf normal dafür sorgen, dass ihr eine wirklich gute Helligkeit habt, so dass das Schwarz auch noch schwarz ist, dass nichts ausbleicht und dass ihr sozusagen im Schattenbereich auch noch die Gegner sehen könnt. Um dagegen die Bewegungen etwas zu verbessern, also Kontrastierungen zu erhöhen. Kontrast sorgt immer dafür, dass man Bewegungen auf Entfernung gut sieht. Erhöhen wir den Kontrast um 5 Punkte. Wenn man ihn weiter erhöht, muss man die Helligkeit erhöhen. Ich empfehle das erstmal nicht. Also Kontrast um 5 Punkte erhöhen, das ist momentan unser Way to go. Und den Gamma haben wir mittlerweile auch nochmal erhöht auf 1,2. Ich habe hier schon von 1,05 bis 1,3 gearbeitet. Und momentan bin ich auf 1,2. Ich finde diese Kombination sehr, sehr, sehr schön. 1,2 Gamma und 55% Kontrast. Ist aber natürlich abhängig von eurem System, von eurem Monitor. Ich kann euch empfehlen, mal so eine Einstellung auszuprobieren und mal zu gucken, wie ihr damit klarkommt. Genauso wie die digitale Farbanpassung. Das ist sozusagen, wie stark die Farbgebung sein soll. Und wir haben ja in-game bereits Filter 2 eingestellt. Auf 70 oder 80 habe ich das jetzt. Und das Ganze korreliert ja nochmal mit der digitalen Farbanpassung. Achtet darauf, dass ihr nicht übertreibt, wenn ihr in-game Filter 2 auf 100 einstellt und das hier auf 100, dann kriegt ihr Augenkrebs. Also das ist wirklich komplett übertrieben. Ich persönlich bevorzuge 70-70 und komme damit wirklich sehr, 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 sehr gut zurecht. Und braucht das nicht mehr zu ändern. Ich lasse das einfach so für alle Spiele und finde es richtig gut.
So, das war jetzt sehr, sehr viel auf einmal und schon interessant, wie viel sich ändern kann, oder? So über die letzten Wochen und Monate. Vor allem, wenn man das vergleicht mit unserem letzten Einstellungsvideo, sind die Unterschiede doch immens geworden, Schritt für Schritt. Mal gucken, ob wir zu Season 3 wieder eins machen. Ich glaube, spätestens zu Season 4. Oder wenn sich natürlich was ändert, dann werden wir auch wieder regelmäßig neue Settings-Videos machen. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen sozusagen. Und ich sage hasta luego. Und hasta la vista.